Ab auf nukleare Strahlungstauschstation. Vielleicht sollten wir vorher was gegen die Strahlung nehmen. Ein Red Axe, ein gutes, kein verdünntes. Ich weiß nicht, wie lange die Tauchtour hier geht. Aber trotzdem, wir pumpen ordentlich Strahlung. Plus eins immer noch. Verdammt. Warte mal, wenn ich jetzt meinen beschädigten Chemikalien-Schutzanzug trage, habe ich immer noch plus eins. Damn. Was mit der Baggerrüstung? PR Bagger Deluxe Aldi. Na, wo ist sie? Die Rüstung. Jetzt. Geh mal rein. So, wie viel Strahlung nehmen wir jetzt zu uns? Das steht hier nicht. Okay, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir hier drin am wenigsten Strahlung zu uns nehmen. So. Ach, ist nur ein kurzer Tauchgang. Trotzdem, man muss sich ja richtig vorbereiten. Man weiß ja nicht, was hinter der nächsten Ecke lauert. Welches Ungetüm, welche Gefahr. Ach, guck mal. Hier haben sie Wasserball oder so gespielt. Da ist zumindest ein Basketballkorb. Oh, Alter! Schande. Flinte! Oh, wow, wow! Mann. Remi Demi, aber Superkleber. Hat sich doch gelohnt, sehr schön, aber hier sind noch mehr. Die Musik ist immer noch so ein bisschen panisch. So ein ganz ein klein wenig panisch. Okay. Weiter. Steck alles ein. Ich glaube, wir können wieder raus. Unserer Powerrüstung und rein in unser Landarbeiter-Outfit. Nicht vergessen, wir tragen unsere Ausrüstung nicht mehr. Landarbeiterkleidung, dann dieser Kapuze und die Rüstungsteile natürlich. Alle. Schön. Sehen wir wieder gut aus? Wir sehen wieder. Warum kann ich nicht in die Ego-Perspektive schalten? Warum geht das nicht? Was stimmt nicht? Mein Mausrädchen spinnt schon wieder. Das ist die zweite Maus, die das gleiche macht. Nee, das gibt's nicht. Das ist so krass. Liegt es an mir? Drücke ich zu viel mit dem Zeigefinger? Und meine Finger zerstörerisch vielleicht? Jetzt geht's wieder. Ja, irgendwie. Ich glaube schon. Es muss an der Maus liegen. Aber vielleicht muss ich auch mal das Mausmodell wechseln. Weil das ist nämlich genau das gleiche wie das davor, was auch rumgesponnen hat. Naja, Logitech G602 Wireless Gaming Maus. Das ist nicht so cool. Mann. Schon wieder so eine kleine zwischenmenschliche Geschichte. Voller nuklearer Traurigkeit. Ja, so schlimm das Schicksal der Welt auch mal sein mag. Die Menschen machen es noch viel, viel schlimmer. Metalleimer, Psycho.
Verdammt! Was ist los? Okay, der hat uns. Nein, oh Gott, nein. Ich dachte, wir stehen auf der Kante perfekt. Ich dachte, wir stehen perfekt auf der Kante. Pustekuchen. Sondereinsatzkommando. Team Schwarzpulver. Der pfeffrige Peter in Aktion. Da war es diesmal Petra. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Zurück in seine Ursprungslocation. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Er wird da oben auf uns warten. Da hinten ist einer. Backschuss, bitte! Cool, alles cool. Alles cool. Wir können weitermachen. Wow, wie groß ist denn bitte dieses Gebiet? Das ist ein riesiges Areal. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir irgendeinen Ausgang finden, wenn wir an irgendeiner anderen Stadt rauskommen würden. An irgendeinem anderen größeren Örtchen. Vielleicht sind die Tunnel ja hier verbunden. Vielleicht verbinden die Tunnel unterirdisch die Städte miteinander. Haben sie auch erwähnt gehabt hier. Und wir sind noch lange nicht fertig. Wolf? Was? Wollfischermütze, nicht Wolf. Woll! Oh, würde ich gerne kombinieren eigentlich. Ne? Pudelmütze ist nicht so meins, aber... Die Wollmütze ist eigentlich ziemlich cool, die Fischerwollmütze. Hi. So, sind hier noch ein paar? Sind hier noch ein paar? Bestimmt. Irgendwo lungern noch ein paar von euch rum, da zum Beispiel. Was? Der hat das noch gar nicht mitbekommen. Der hat das gar nicht mitbekommen, dass sein Kopf weg ist. Aber dann doch schon. Dann doch schon. Hi. Oh oh. Hi. Komm her, Mann. Komm her. Los. Geht doch. Oh. Alter, wie, was, wer? Wer war das? Wer hat mich hier gerade aus dem Nichts gehauen? Nochmal, los. Auf die Kante da. Sehr schön. Alles cool. Alles cool. Es ist Zeit für ein verdünntes Red Away. Schön. Wunderbar. Höp. Auf ein neues. Ah! Schön. Dankeschön. Dankeschön, VATS-Modus. Ich war erst skeptisch, ob das was werden kann. Mit einem VATS-Modus. Der nicht die Zeit anhält oder zumindest verlangsamt, aber er ist doch manchmal recht hilfreich hier. Wirklich, manchmal wirklich hilfreich. Nicht verkehrt. Also, ich würde ihn vermissen, wenn er nicht da wäre. Würde ihn wirklich vermissen. Aber nun gut. Nun gut ins Schwelgen. Nun genug ins Schwelgen geraten. Weiter hier mit uns. Gibt's hier unterirdische Gänge oder sowas? Hier vielleicht. Nee, aber bitte auch nicht so lange hier unter Wasser bleiben. Aber wir tanken so oder so. Plus ein Rad pro Zeiteinheit. Haben wir hier schon? Doch, wir waren hier schon, aber wir haben die Angel liegen gelassen. Warum eigentlich? Wir brauchen sie. Wir brauchen die Angel. Was für eine geile Location. Was für eine geile, geile Location.
Ja, wir müssen mal gucken, welches Rüstungsstück hier fast im Eimer ist. Bei der nächsten Rüstungswerkbank. Da vorne war ein, ich weiß, aber für ein kaputtes Stück Rüstung gehe ich da nicht nochmal zurück hin. Wer weiß, vielleicht warten die da schon auf uns. Da ist wieder so ein Darmpilz. Ja, aber der Tee, der hat uns gut geholfen. Der hat uns zumindest ein wenig über Wasser gehalten. Also wassertechnisch. Wäre krass, wenn wir jetzt wieder beim Eingang rauskommen. Dann wären wir schön im Kreis gelaufen. Ich meine, das wäre gut. Dann hätten wir das Gebiet zum größten Teil erschlossen. Aber da kommt ja noch was. In Richtung Pumpstation, Gartentische. Nice. Wir können Gartentische bauen. Notizen, Baupläne, Gartentisch. Schöne Sache. Eine schöne runde Sache. Müssen wir irgendwann mal machen. Wir müssen umziehen. Wir müssen umziehen, weg von dem Hang. Und dann richten wir uns nochmal so richtig schön ein. Die Hütte bleibt, wie sie ist. Aber ich möchte sie halt nicht am Hang stehen haben. Also nicht an so einer Schräge. Also an einer Klippe wär eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Aber in die andere Richtung muss ein planes Areal sein. Ein schönes planes Areal. Stecker ein, sehr schön. So, ist da wer? Nein. Da ist niemand weiter. Nur in deiner Vorstellung, Leo. Home is my heart. Leiche eines Mitglieds der Bruderschaft. Ja, ja, stimmt. Das waren ja hier die... Ach. Jetzt sehe ich das erst. Das ist der Eingang, ne? Das hier ist Appalachia. Wir werden hier wieder bei... wie hieß das Örtchen nochmal? Harper's Ferry. Harper's Ferry sein. Oder ist das ein anderer Ausgang? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, das ist hier ein anderer Gang. Wir können ja einfach mal gucken gehen, wo wir hier rauskommen. In der Hoffnung, dass wir hier nicht gleich beschossen werden, wenn wir oben ankommen. Aber da war ja gerade Kram drin. Den hätte ich niemals liegen lassen. Nie im Leben. Okay, wir gucken nach. Wir gucken erstmal ins Terminal rein. Vielleicht ist hier was Neues oder so. Hallo, mein Freund. Nee, das haben wir schon. Das haben wir schon gelesen. Das haben wir schon gelesen. Es geht erstmal nach oben. Lecker Kaffee. Kaffee ist schon eine feine Sache. Eine feine, feine Sache. Na los, komm schon. Zeig uns mal, wo wir hier rauskommen. Oh, actiongeladene Musik. Die Höhlen Süden, wir sind hier ganz woanders. Ach so, aber immer noch. Okay, aber gut zu wissen, sehr schön. Offensichtlich beziehen sich die Höhlen in erster Linie um Harper's Ferry. Aber hier will ich gar nicht raus, wir gehen wieder runter, wir haben hier nämlich noch einiges zu erledigen. Einiges. Die Pumpstation, unter anderem, aber das sah so gleich aus, als wir hier runtergekommen sind, wegen dem Typen und, naja, gut, kann man sich ja schon mal vergucken. Okay, wo wollen wir jetzt lang? Haben wir, ich gehe mal auf der anderen Seite entlang. In der Hoffnung, dass hier jetzt nicht zu viel Besuch ist. Schlosserhammer, leere Farbdose. Und hier drüben ist noch was. Na? Oh, da war was. Da war was Aluminiummäßiges. Da stand gerade Aluminium. Da, Aluminiumdose. Ach, da unten. Da unten. Und hier kommt schon wieder einer. Da stand gerade vorsichtig. Und das nicht ohne Grund. Da ist er.
Okay. Eine runde Sache. Eine runde Sache. Schimmliges Essen. Nein, 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 das brauchen wir nicht. Aber Eichhörnchen am Stiel, das hauen wir uns gleich rein. Denn wir haben schon wieder so ein leichtes Hüngerli. Hm, gebackene Blähfliege. Und Eichhörnchen am Stiel. Durst haben wir auch noch. Schön. Und weiter geht's. Ach Mensch, die Survival-Aspekte, die machen 476 erst so richtig interessant. Schande, 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 Schande. Ach komm schon, Mann. Jetzt hat er uns, ne? Licht aus. Nee, war aus. Alles cool. Dosenkaffee. Ach ey, stimmt. Da war ja was. Das soll ich essen, habt ihr gesagt. Dosenkaffee, da. AP 300. Mega. Das sollten wir uns mal. Das sollten wir uns mal öfters besorgen. So ein bisschen Dosenkaffee, wenn wir draußen am Rumrennen sind. 300 AP auf Zeit. Das ist schon sehr hilfreich. Was haben wir denn hier Leckeres? Irgendwas. Gesprungene Glasschale. Dachte, was Leckeres zu essen. Höhlenwarnung. Warnung. Geh besser nicht durch die Hauptkammer. Markus und seine Schläger sind in dem Gebiet jetzt auf Patrouille und stellen Geschütztürme auf. Wann haben wir schon gesehen? Stimmt. Es wäre sehr ungesund, sich von ihnen erwischen zu lassen. Bitte, verlasse den Bereich hier oder ein Stück weiter oben in den Tunneln. Sag es allen weiter, die dir einfallen. Wir dürfen nicht noch jemanden an diese sinnlose Brutalität verlieren. Markus! Du mieser Hund. Today's Menu, Red Steak und Fungus-Suppe. Oh, mit Pilzsuppe. Wahrscheinlich. Ich tippe mal auf Darmpilz. Tippe ich jetzt mal. Tippe ich jetzt mal. Leerer Blutsack will ich nicht. Ihr könnt mal wieder was abkochen, habe ich eventuell, ohne es mir gemerkt zu haben, etwas rohes Fleisch angeeignet. Nee, aber wir haben auf jeden Fall Pilze am Start. Darmpilz haben wir. Schön, 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 schön. Nicht verlassen, eigentlich nur zurück. Alle Nahrungsmittel haben wir gerade nicht, ne? Nee, wir haben nichts zu essen mehr dabei gehabt, also nichts rohes, was wir zubereiten konnten, aber zumindest konnten wir uns ein bisschen Tee machen. Etwas Tee mit einer fragwürdigen Zutat. Ha? Mann! Digga! Was ist los? Nochmal bitte. Wo ist er denn nun? Dahinter. Geht doch. Geht doch. Ach Mensch. Entspanntes Sniper. Oh, da ist einer. Bleib da stehen. Bleib da stehen, Mann. Also irgendwie war nicht gerade helllichter Tag, als wir in Harper's Ferry oben rausgekommen sind. Bei der Leiter. Und trotzdem machen wir hier den 3,5er Multiplikator beim Snipern. Bedeutet das nicht gleich, dass dieser Sandmann-Bonus funktioniert, sobald man sich in einem dunklen Gebiet aufhält? Ich glaube ja. Ist gut möglich. Vielleicht funktioniert das Ding nicht nur bei Nacht, sondern einfach generell, wenn es dunkel ist. Also auch in Höhlen und sowas. Das wäre ganz cool eigentlich. Ja, schallgedämpfte Waffen halt, ne? Hundefutter, Fleisch und Bohnen, Gummibonze. Sojapfanne mit Deckel. Kleiner Soßentopf. Dandyboy-Äpfel. So langsam, ne? Wird's kritisch. Noch 20 Trageeinheiten. Wir haben genug Essen. Wir haben genug Essen und einen Feuerlöscher. Da bewegt sich nichts mehr. Wir können, glaube ich, rüber. Was liegt hier noch? Nee, ist gut. Wir haben genug. Genug Essen aus der alten Zeit. Welches dank der zahlreichen Konservierungsstoffe noch essbar ist. Wir ernähren uns hier schon ungesund genug. Bier? Nee, Bier will ich nicht. Wir haben genug Wasser. Und unseren Darmpilztee. Und ich glaube damit laufen wir gut, wenn wir uns daran halten. So.
Okay, dann können wir jetzt darüber gehen. Kartoffelchips, nee, die kann ich nicht liegen lassen. Cool, wir haben was verkauft. Rezept für die Cranberry-Soße. Eine coole Sache. Beehren Sie uns bald wieder. Die besten Preise im Ödland. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Hirnpilz. Können wir nicht liegen lassen. Können wir nicht liegen lassen. Hirnpilzsuppe. Is my favorite. Ach, guck mal. Schon wieder was vertickt. Nice. Oh Mann, wir werden reich. Wir werden reich. Das ist echt ein Geniestreich gewesen mit den Verkaufsständen, mit den eigenen. Finde ich mega. Ich habe erst so meine Bedenken gehabt, aber es funktioniert. Die Leute klappern wirklich auf der Karte die Läden ab. Auf der eigenen Serverinstanz. Und das bringt uns Spieler natürlich zusammen. Das bringt uns zusammen. So. Und dann gehen wir, nachdem wir hier diese Pilze aufgesammelt haben und alles andere. Nein, Wein brauchen wir nicht. Gehen wir in diese Röhren. In diese dunklen, mysteriösen Röhren.